Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 und Ho. Da war kurz ein Lag drin. Kann ich wieder anfangen? Ja, das letzte Mal haben wir. Was haben wir überhaupt das letzte Mal gemacht? War das der letzte Part, wo wir Vieri getötet haben? Nein, ich glaube, da war noch was danach. Ach ja, genau, wir haben erfahren, was das hier mit Altair's Rüstung und alles auf sich hat. Und ich möchte nur kurz zum Schneider. Genau, wir haben jetzt auch gelernt, Monterrey Johnny auszubauen. Da können wir unsere Kleider zum Beispiel färben hier beim Schneider. So könnten die aussehen. So. 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 Oder so. Ja. Und so lasse ich sie auch. Das Kleiderfärben habe ich eigentlich nie gemacht, weil mir die Originalfarbe dabei besser gefällt. Hier gibt es noch den mittleren Medizinbeutel. Also, dass wir mehr Medizin tragen können. Den großen. Können wir noch mehr tragen. Und die Messergürtelerweiterung. Die ist zum Beispiel in diesem Fall umsonst, weil das ein, ja, ein Extra von Uplay ist. Jetzt kann ich 5 mehr Messer tragen, glaube ich. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Ein weiser Kauf. Guten Tag, Signore. Wenn du das sagst. Mal gerade gucken. Reparieren. Genau, Rüstung mal kurz. Ist nicht teuer. Mach ich mal. So, hast du noch andere Rüstung, die ich mir vielleicht holen würde? Nee. Sogar schon Helmschmied Schulterteil hat er. Waffen hatte ich, glaube ich, nee, den Totschläger, der ist, glaube ich, neu. Egal. Kleine Waffen, Durchmesser, Stilett, Muni, Wurfmesser nehme ich doch mal mit. Ich glaube, die werde ich in der nächsten Mission durchaus mal brauchen. Nein, mein Geld ist eigentlich mehr für dich wert, Kumpel. Weil ich der Besitzer eines Ladens bin, zu einem Teil. Gut, wir müssen wieder nach Florenz. Also. Ich könnte auch. Ach, jetzt. So, wir müssen ja zu Leonardo. Deswegen zeige ich euch mal, wie das hier geht. Ich möchte nach Florenz. Und dort muss ich zu Leonardos Werkstatt. Es kostet 100 Florin. Gut, ist nicht teuer. Und jetzt komme ich direkt dorthin und muss keinen langen Weg mehr laufen. Finde ich persönlich ganz praktisch. Ja, komm schon. Lad. Vielen Dank. So. Ach ja. Republik Florenz 1478. Das bedeutet, glaube ich, dass ein paar Jahre vergangen sind, seit wir das letzte Mal hier waren. Ich weiß jetzt nicht, was das letzte Mal war. Kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls, wir sind in Florenz bei Leonardos Werkstatt. Es kann so sein, dass wir so oder so direkt hierhin teleportiert werden. Keine Ahnung, ist mir auch egal. So, hier ist unser Auftrag bei Leonardos Werkstatt. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht. Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Ja, so sag ich auch immer jemandem, er soll mal was machen. Ey, mach mal! Ja. Ja, jetzt gibt es nämlich Neuerungen, die ich schon in Assassin's Creed 1 immer vermisst habe, weil ich es auch gewohnt bin, aber. So, diese Pumpen stellen jetzt unsere Gegner dar. Ich glaube, weil das einfach vom Spiel so gedacht ist, werden die auch als Gegner injiziert und bluten sogar. Was natürlich logischerweise nicht so ganz funktioniert.
So, denn jetzt können wir auch, was im ersten Teil meines Wissens ja nicht ging, aus einem Heuhaufen heraus ein Attentat machen. Eins meiner Lieblingsattentate von oben. Ja, da war Blut, definitiv. Und, ja, das Luftattentat ist immer praktisch, gerade für die Dächer. Und Attentat von einem Vorsprung, was ich auch bei Vieri gern schon gekonnt hätte. So. Jetzt gibt es noch eine Neuerung. In Leonardos Werkstatt. Und wir haben auch gerade der Katzen gehört, 2 Jahre sind vergangen, okay. Interessant so zu wissen. Ich hab's geschafft. Komm schnell, schau. Nimm es, probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amigo. So, wir haben jetzt ja, die Codex-Seiten entschlüsselt, da habe ich mein Leben bekommen. Und wir haben jetzt etwas erhalten. Das soll ich Gott mal hier. Seht euch mal seine rechte Hand an. Wir haben 2 versteckte Klingen. Ah, ich liebe das. Oh, wenn ich Gott mal hier bin. So. Die 2. versteckte Klinge ermöglicht uns natürlich Doppelattentate. Relativ logisch. Wir können 2 Gegner auf einmal töten. Und die Animationen für Kontersachen und so weiter sind auch etwas schöner geworden. Hatten Sie noch alle? Natürlich habe ich sie nicht mehr, sonst würde ich das nicht machen, ne? So. Ja, der Panzerplatz mit versteckter Klinge. Jetzt gibt es auch Armschützer als Rüstungsteile. Die wir uns kaufen können. Lass mal kurz gucken. Genau, da unten muss ich hin. Ach, da ist eine Wache. Die ist tot, auch wenn ich voll daneben gestochen habe. Hopp. Wo muss ich denn hin? Nach unten? Ja, nach unten. So, von der falschen Richtung eigentlich, aber egal. Fuchsjagd! La Volpe aufspüren. So, Adlerauge. Und unsere Zielperson suchen. Machen. Dein gelbe Person. Hey. Was? Meine Börse, oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Komm her, du. Komm zurück. Erwischt. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Ja, was ich da gerade übrigens gemacht habe mit dem... mit dem Einfangen. Eigentlich ist es nicht gedacht, dass man den Typen einfängt, sondern ihn bis aufs Dach verfolgt. Deshalb handelt die Katze nur auf dem Dach. Dann wird das automatisch abgebrochen. Ich habe es halt geschafft, ihn vorher zu fangen. Es ist möglich, es ist, ja, gut. Ist halt so. So, La Volpe, den möchte ich dir auch gerade mal zeigen. Für die, die es interessiert, weil er recht interessant ist. Als Charakter noch. Später. Für den Rest des Spiels.
Warte mal, sind die päpstliche Kutsche ausgeraubt hat. Toll. Gut, dann mal los, ne? Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. Wir werden sehen. Wir sehen uns dort. Ja. Bei der Santa Maria Novella. Wo auch immer die ist, ne? Er kann auch klettern wie wir. Schon mal gut zu wissen, ne? Dass er es vielleicht kann wie wir. Ja, er ist ein Dieb und Diebe haben in diesem Spiel die Fähigkeit auch zu klettern. Wie wir. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Ja, dann würde ich mich aber gerne bewegen können. Ja, eine Minute, das ist jetzt so eine Art Rennen. Nur, dass wir es nicht gewinnen müssen. Ich orientiere mich jetzt so mehr an der Karte, wo ich lang muss und gucke nur zwischendurch auf dem Bildschirm, wo ich herrennen darf. Oder herrennen kann, besser gesagt. So, ich denke mal, darüber macht Sinn. Ich weiß nicht, kann man hier wirklich verkacken? Also, es ist nicht schwer, sag ich mal. Man muss nur halt ein bisschen mit der Karte Freundschaft schließen. Nein! Ich weiß nicht, ob ich das verkackt habe. Wo man lange rennen, also wo man lange rennen muss. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Viel Glück. So, er ist weg. Und wir, lass mal sehen, da unten stehen zwei Wachen. Wir haben zwei Klingen. Was macht man also? Ich versuche, dass ich auch beide erwische. Das müsste nämlich... Bam, Double Kill. Mal sehen. Ich möchte jetzt mal kurz nochmal... Avanti, vi stai annoiando. Bist du noch bereit? Ich hab doch gedrückt. Habt ihr Angst? Gnade. Jetzt bist du tot. Bitte. Ja, genau. Es gibt natürlich andere Animationen. Kommt und holt! Da haben wir zum Beispiel beide Klingen ins Gesicht, anstatt nur einer. Kommt schon ran! Ich finde die Beleidigung so geil. Normalerweise benutzt man die, um sie gegen Leute zu schwingen. Ich hasse es. Giudiamo. Es wird Zeit, dich von deinem Unglück zu erlösen. Danke. Das hat jetzt irgendwie länger gedauert, als mir lieb ist. Mir fällt jetzt gerade mal so auf, ich habe wieder keinen Stopp gestellt. Scheiße, das ist jetzt ganz blöd, weil ich auch nicht abschätzen kann, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Okay, ich verlasse mich jetzt einfach mal auf mein Zeitgefühl und hoffe, dass ich bei 20 Minuten lande. Wenn ich den Part beende. Ich schätze mal, nach dieser Mission wird das der Fall sein. Also ich werde die Mission jetzt beenden und dann wahrscheinlich den Part einfach beenden. Und gucken, wo ich bin. Ja, 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 das ist scheiße. So, wir sind in den Katakomben angelangt. Und, naja. Die Katakomben sind etwas Besonderes, könnte man so sagen. So. Hier gibt es auch Hebel. Wie auch immer sowas jetzt funktionieren soll. Zur damaligen Zeit. Ja, die Mechanismen, die hier teilweise einbauen, sind doch sehr fortgeschritten, würde ich mal sagen. Ja, das... Ich glaube, ich weiß... Ja, doch, ich glaube, ich erinnere mich, was ich hier tun musste immer. Zumindest falls ich jetzt so gedanklich an der richtigen Stelle bin. So, wir müssen... rüber. Also Katakomben, das ist hier erstmal so eine kleine Kletterpartie, sag ich mal. Darf man sich ein bisschen mit den Kletterfähigkeiten etwas austoben. Gibt später auch noch so, ich glaube in der, es gibt noch eine Katakombe, wo es dann so ein Zeitlimit auch gibt, also wo man sich mal ein bisschen beeilen muss. Das ist, fand ich mal ein bisschen nervig, weil wenn man da einen Fehler macht, hat man nicht echt komplett verkackt. Aber gut, das, naja.
Es gibt ja auch einen gewissen Reiz, ne? So. Einmal gucken. Jetzt gehen die Dinger da auf. Unten gibt es einen Heuhaufen und dort öffnet sich... Ja, es ist die richtige, an die ich mich erinnert habe. Dort haben wir schon was gesehen. Zwei Soldaten. Oder drei Soldaten sogar. Vier. Wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Die freuen sich darüber, dass sie wohl einen guten Lohn erhalten. Da oben ist ein Hebel, mit dem können wir die Tür unten öffnen. Tja. Die Toten werden die nichts tun. Ja, es gibt hier nur leider noch außer den Toten noch etwas. Das nennt sich Ezio. Wenn man so will. Also wird wirklich Zeit, dass ich mir andere Rüstung zulege. Sag ich mal, weil... Ah. Direkt einsetzbar. Weil ganz ehrlich, guckt euch mal diese Armschiene da an. Ich mag die nicht. Die sieht nicht gut aus. Nee. Einfach tut sie nicht. Oh. Schnabel halten. Wie gut er dich bezahlt, ist mir egal. Wenn du mich angreifst, töte ich dich. So. Nein, ich wollte da runter und das hier aktivieren. Auch etwas, wo ich nicht verstehe, wie so ein Mechanismus funktionieren soll. Aber okay. Also, zur heutigen Zeit vielleicht in gewissem Maße möglich, aber da würde man auch andere Sachen bauen. Naja, jetzt kommen wir jedenfalls da hoch. Da unten liegt eine Truhe, da ist aber nur ein kleines bisschen Geld und das lasse ich jetzt einfach mal da liegen, weil ich sage, ich brauche das nicht. Wir finden später noch genug Geld hier in der Nähe. So, was haben wir hier Schönes? Ja, ja, einen leeren Raum. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Unfähigkeit voraus. Ach, Mann, Mann, Mann. So eine Scheiße sollte ich lassen. Das war auch eigentlich keine Absicht. Ich habe zu spät den verdammten Knopf losgelassen. Deshalb hat er sich gesagt, ja, er will weiter nach vorwärts. Nach vorwärts? Deutsche Grammatik, Arsch. Wieder darüber. Dauert ja zum Glück nicht so lange. So. Loslassen. So, jetzt muss ich nämlich darüber. Mann. So, und den Hebel aktivieren. Öffnet der schon die Tür? Ja, tut er. Sehr gut. Manda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Ja, das ist im Grunde eine Warnung an uns. Weil die kleine Sau macht das wirklich. So. Da ist er! So. Jetzt haben wir nämlich das Problem. So. Und jetzt kommt der blöde Teil. Saverio, ich komme mit mehr Wachen zurück. Der Typ rennt. Und wir dürfen natürlich hinterher rennen. Ausweg finden, bevor er mich tötet. Ja. Natürlich hat er ein bisschen mehr Glück. Bei uns brechen zum Beispiel schon die Steine ein. Also sind die weggebrochen, deshalb brauchen wir da ein bisschen länger zum Klettern und so. Es gibt auch Abkürzungen, die er hier nehmen kann, die wir natürlich nicht nehmen können. Auch da ist natürlich erstmal ein Stück weggebrochen. Da hat er jetzt auch hinter sich die Tür zugemacht. Also, wir haben hier so ein paar Nachteile, sag ich mal. Ups. Ob das so schlau war? Scheiße. Ziemlich sicher nicht. Das ist mir noch nie passiert. Wo bin ich denn jetzt gelandet?
Ich würde mal sagen, ich habe es vergeigt, aber... ich habe auch keine Ahnung, wie es richtig geht. Da lang kann ich... Ah. Das war's. Okay, mein Fehler. Uah. Scheiß Kamerasteuerung. So, da. Man kann die Wache, ja, mit viel Glück und, ja. Ich nenne sie einfach mal nur mit viel Glück. Wahrscheinlich ist sie doch einiges ein Skill dazu, aber gut. Kann man die Wache tatsächlich einholen und sie töten, bevor sie den Wachposten erreicht. Aber, das ist äußerst schwer. Ich gehe nicht davon aus, dass ich das jetzt schaffe. Lass mal sehen. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Ja! Doch geschafft. Glück gehabt. So, weil... Da müssen wir hin. Und hätte die Tür, dass ich zugemacht, hätten wir da oben reingemusst. Und in der Zeit hätten sich die Wachen hier unten gesammelt. Denn dort hinten sitzen sie, spielen Karten und saufen sich ein oder sowas. Und wir können die jetzt einfach ignorieren. Dann wären es 4 Wachen gewesen, also 5 mit dem Typen. Und da hätten wir alle killen müssen. Gut, halte ich jetzt mal nicht für unmöglich. Ganz und gar nicht, aber so spart es natürlich ein bisschen Zeit. Hier ist das Tempel. Benedictio de omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et mania semper. Grazie, padre. Bernardo? Alles da. Schwert, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Sie, wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Interessant. Den Sarkophag öffnen, ja, was soll das heißen? Hier liegt er. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Genau, denn es gibt von diesen Katakomben 6 Stück. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Ja, jede mit solch einem Assassinen-Sarg drin. Und jedes Mal findet man dat, dann halt dort so ein Siegel. In dem Fall das Siegel der versteckten Klinge. Und ja, wenn man alle hat, kriegt man Altairs Rüstung. So einfach ist das. Allerdings das Siegel von Darius. Vielleicht ein bisschen schade, dass man einfach nur hier jetzt die Namen kriegt und vielleicht des Aussehens nach so ein bisschen abschätzen kann, aus welcher Gegend der Welt die kommen. Den zum Beispiel könnte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht einschätzen, aber gut. Es gibt später noch einen, da kann man sich relativ sicher sein, der kommt irgendwo aus dem asiatischen Bereich. Ja. Und ja, dann ist einfach... Ja. Ich hätte es ganz nett gefunden, wenn man vielleicht mal ein bisschen was zu denen auch irgendwo erfahren kann. Weil gut, man hat jetzt dann schön die Namen von denen und mehr nicht. Ein bisschen schade. So, jetzt müsste noch eine Cutscene kommen, genau. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde, aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen Sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici.
Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Ja. Geheime Ortsassassinengräber, ja. Können wir mal gucken. Müsste es jetzt eigentlich keine mehr von geben. Zumindest jetzt in Florenz. Genau, da gibt es offenbar keine mehr von. Boah. Florenz ist eigentlich ganz schön groß. Da fehlen nur einige Aussichtspunkte. Tja, was sind das hier? Toskana. Ach, Monteriggioni. Na, naja. Doch, hier ist noch eins. Stimmt, da war ja noch was. Okay, Plan für... Ja. Plan fürs nächste Mal... Plan... Doch, der Plan fürs nächste Mal steht fest. Ich hole mir noch was anderes ab. Also dann, ich hoffe, das waren 20 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.